Das war knapp. Wir müssen einen Ort zum Landen finden. Der Ekosturm wird immer stärker. Offensichtlich sind wir nahe der Kante. Der Rand der Welt müsste direkt unter uns sein. Warum mache ich diesen Irrsinn mit euch eigentlich mit? Eko finden, die Welt retten. Ich will nach Hause. Hör zu, mit einer neuen Eko-Quelle können wir vielleicht helfen. Und um eine Weise werden zu können, muss ich mehr über Eko erfahren. Ruhig, Dex. Das wird schon. Oder auch nicht. Eko-Piraten. Sie jagen schutzlose Reisende im Grenzland. Wir sind nicht schutzlos. Dex, an die Kanone. Aye, aye, Sir! Verzeiht die Unannehmlichkeiten. Erlaubt uns, euch von eurem Eko zu befreien. Es gibt kein Eko mehr. Kein Wunder, dass die Stürme stärker werden und die Welt auseinanderfällt. Unsere Mission ist es, mehr Eko zu finden, um das zu verhindern. Ach, der letzte der tapferen Helden. Hier draußen kämpft jeder für sich und wir nehmen, was wir kriegen. Hier kriegt ihr nichts. Au contraire. Offenbar bin ich auf den schönsten Schatz der Welt gestoßen. Du bist auf dem falschen Höllenkreuzer, Pirat. Na schön, es geht freundlich. Oder anders. Was war los? Die verrückten Piraten haben uns beschossen. Was war los? Jedenfalls geht es abwärts. Das Eko ist weg. Viel schlimmer. Die Welt ist weg. Die Kante. Das Baby hat Beulen und Löcher, aber es kann noch fliegen. Wenn wir grünen Eko-Treibstoff finden und ich die ramponierten Energiezellen reparieren kann. Was? Während ich arbeite, könntet ihr doch währenddessen mal die Gegend erkunden. Was? Wo hier so viele verrückte, schießmütige, modisch gekleidete Piraten rumrennen? Niemals! Ihr kommt schon klar. Aber Jack, du darfst dich auf keinen Fall mehr verwandeln. Ich weiß, da stimmt was nicht. Kümmert ihr euch um das grüne Eko? Ich mache in der Zeit unser Baby wieder flott. Das könnte helfen. Es ist ein Kampfstab, den ich gebaut habe. Man kann sogar Booster anbringen.
wenn wir welche finden sollten. Monster! Schlag sie nieder mit der Schlagtaste! Springe mit der Taste über die Steine. Ein hoher Vorsprung. Drücke im Springen für einen Doppelsprung. Mehr Monster! Verpasse ihn mit der Taste einen Rotiertritt. Gibt sicher eine gute Brücke ab. Wirf sie um, Jack! Der Sprung scheint unmöglich, aber wenn du bei einem Doppelsprung in der Luft die Taste drückst, gewinnst du extra Zeit. Der Sprung scheint unmöglich, aber wenn du bei einem Doppelsprung in der Luft die Taste drückst, gewinnst du extra Zeit. Der Sprung scheint unmöglich, aber wenn du bei einem Doppelsprung in der Luft die Taste drückst, gewinnst du extra Zeit. Glaubst du, ist das? Sieht wie Echo aus, ist aber hart und spitz. Jack, mein Freund, ich glaube, wir haben was gefunden. Kehren wir zum Höllenkreuzer zurück. Los, wir zeigen Kira das Ding. Jack, los, ein Aufwärtshaken! Gut so, jetzt drück die Taste im Sprung für einen Tauchschlag. An der Stange über die Kluft. Spring auf die Stange zu.
Bäume, frische Luft, majestätische Klippen. Gäbe es nicht Horden fleischfressender Gürteltiere, wäre das ein schönerer Ort. Verschwinden wir! Sieh mal her. Der Kristall scheint voll grünem Eko zu sein und ist warm. Das ist erstaunlich! Was, was? Zeig mal, zeig mal! Sind wir reich? Der Kristall ist wie ein Eko-Prisma. Er nimmt dunkles Eko auf und wandelt es in grünes um. Wenn ich das beschleunige... Ich habe eine Idee. Okay, der Kristall hängt am Treibstoffrelais. Der Energiekondensator bündelt die Leistung und Spiralkreise stabilisieren den Eko-Fluss. Wenn das klappt, sollte dieses Baby hier eine lange Zeit laufen. Also Leute, drückt die Daumen. Weißt du, das habe ich noch nie gekonnt. Oh ja, jetzt läuft die Sache. Ist euch klar, dass wir dunkles Eko in grünes umwandeln können? Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass wir auch andere Eko-Farben erzeugen können? Vielleicht. Mit ein bisschen Know-how und dem richtigen Werkzeug. Unsere tollkühnen Freunde schlagen wohl wieder zu. Wir müssen dem Luftschiff helfen, Jack. Anschnallen. Jack, machen wir erstmal einen Systemcheck. Okay, ich gebe die Neigung frei. Flieg hoch, Jack. Vorsicht, die Felsen! Okay, jetzt die Seitensteuerung. Dreh dich zum Bogen, Jack. Hey, Vorsicht! Werd mit der Luftbremse langsamer! Flieg eine enge Kurve um die Säule. Bremse und geh in Schräglage. Gut, probieren wir die Booster aus. Hier spricht die ATS Behemoth. Wir werden von Himmelspiraten angegriffen. Ist da jemand? Diese Piraten nerven echt langsam. Es wird Zeit, die Waffen auszuprobieren. Gut geschossen, Jack. Von dem ist nur noch Schrott übrig. Wir sollten alles an Schrott mitnehmen, was wir finden. Man weiß nie, was man brauchen kann.
also nicht mehr so tough, was? Im Visier. Bewege dich und schüttel sie ab! Nicht schlecht geflogen. Ich bin für Skyd, Anführer der Aeropaner und Hüter des heiligen Ekos. Ich bin Kira und das ist Jack. Danke für eure Hilfe gegen diese Vagabunden. Seit wir nach dem Eko-Kern suchen, greifen uns die Piraten ständig an. Erstaunlich, dass hier draußen jemand allein fliegt. Der Eko-Kern? Ja, eine der berühmten mythischen Quellen von da, wo alles Eko. Du meine Güte, wir... Helfen gerne. Dann fühlt euch wie zu Hause. Die Feinde der Himmelspiraten sind selbstverständlich unsere Freunde. Euer Schiff ist ziemlich kaputt. Kommt mit uns in unsere prächtige Stadt Europa. Lasst es reparieren, bevor ihr weiterzieht. Dunklem Eko am Gefahrenkurs. Ich will meine Eko-Fähigkeiten trainieren. Endlich Landgang. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte ein Bad gebrauchen, eine Ölmassage und ein Kartenspiel. Nicht in der Reihenfolge.
Ich habe von ihm gehört. Ein Fremder. Ich habe das dunkle Echo in Farbiges aufgespalten. Was hältst du von unserer herrlichen Stadt, Jack? Wenn du mit Besichtigen fertig bist, such mich im Eco-Sucher-Sanktum auf. Willkommen zurück. Euer Aufenthalt war hoffentlich aufschlussreich. Uns fehlen noch ein paar Antworten. Wo wir gerade dabei sind, ich hätte noch ein paar Fragen an euch. Zum Beispiel, warum seid ihr hier an der Kante? Wir suchen auch eine neue Eco-Quelle, um die Welt zu retten. Das ist ein edles Ziel. Vielleicht können wir dabei helfen. Es nennt sich Ecos. Und soll jede große Eco-Quelle anzeigen. Wir haben gehofft, damit den Eco-Kern zu finden. Leider funktioniert er nicht. Darf ich mal? Ich habe gewisse Talente. Ja, ich habe davon gehört. Wir leben hier zwar am Rand der Welt, aber einiges erfahren wir doch. Kanzler? Ich kann nicht. Zu viel Energie. Überall Dunkelheit. Könnte ich ihn vielleicht untersuchen? Ich werde gerade eine Eco-Weise. Na gut. Ich stimme aber nur unter einer Bedingung zu. Ihr müsst beweisen, dass ihr fähig seid, die Sucherkugel immer zu schützen. Okay? Okay.
Dann stellt euch dem Gefahrenkurs. Und wenn ihr ihn tatsächlich schaffen solltet, habt ihr den Sucher für eine Woche. Das geht auf Ihre Kosten. Wenn wir eins können, dann willkürliche Plattformherausforderungen gewürzt mit Schießereien. Willkommen im Gefahrenkurs, Festländler. Geh den Gang entlang, wenn du deinen Mut beweisen willst. Nimm den Blasterbooster und befestige ihn an deinem Stab. Versuche, deine Waffe zu entladen. In den Kisten links findest du zusätzliche Blastermunition. Genug geschwind. Der Gefahrenkurs wartet. Erledige alle Piraten so schnell wie möglich. Feuer einstellen, das ist ein Bürger. Zu schießen kostet Punkte. Mal sehen, wie du damit umgehst. Serpentine, Jack! Serpentine! Thank you.
zwischen die Augen. Thank you.
Aparte Schießkunst, Jack. Überaus apart. Fassade. Himmelspiraten sind widerliche Kreaturen, die am Rande der Zivilisation leben und den Schwachen auflauern. Es sind Feiglinge, aber unter der richtigen Führung könnten sie für unsere Lebensart eine Bedrohung darstellen. Das reicht. Suche jetzt seine Gnaden im Sanktum auf. Was habe ich gesagt? Kein Grund zur Sorge. Jack? Mein Freund? Wo bist du? Tanten. Die Ekoflüsse haben hier alles verändert. Kleine Mutanten, ihr wollt mein dunkles Eko. Holt es euch. So viel dunkles Eko hier unten. Ich will es. Schneller, schneller, schneller! Kristalle summen vor dunklem Eko, muss ihre Kraft nutzen. Ich hab gern Leckereien in meiner Nähe.
her. Ich hab gern Leckereien in meiner Nähe. Leckereien in meiner Nähe. Leckereien in meiner Nähe. Klebrige Netze, soll das ein Witz sein, Spinne? Komm mal her, mal sehen, wer der Boss ist. Sie platzen. Ich wusste nicht, wie lustig Spinnen sind. Welcher kleine Mutant will fliegen? Leckereien in meiner Nähe. Komm her, Spinne. Ich hab was mit dir vor. Komm her, Spinne. Ich hab was mit dir vor. Dieser Kraft erschüttere ich die Welt. Wer will jetzt?
vielleicht noch ein paar Snacks. Snacks.
Jack? Du glaubst nicht, was ich gerade erlebt habe. Dex! Dex, nicht jetzt. Ihr habt euch als wahrhaft würdig erwiesen. Wie unsere Vorfahren einst sagten, dunkles Echo ist eine gefährliche Waffe, mit der man nicht spaßt. Ich hoffe, hiermit könnt ihr vor allem helles Echo finden. Mein Fürst, Himmelspiraten! Hey! Danke euch allen für die freundliche Hilfe. Kira, nein! Kira! Ich verfolge sie. Na los, Dex!